Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Die Sims 4. Weisen Challenge. Bitte nicht wundern über das Objekt entfernt. Ich habe alles aus dem Spiel rausgenommen, den ganzen Content. Weil meine Grundstöcke ein bisschen rumgesponnen haben. Und wir haben keine Frisur bei Janet Nutt und Jen. Oh, okay. Wir müssen unbedingt unsere Sims bearbeiten. Wie sehen die denn aus? Hier. Bis am nächsten. Nickerchen machen. Nein. Habe ich gar nicht drauf gedrückt. Gar nicht auf mich. Ja. So. Hier sind wir auch schon. Uns fehlen Haare und Klamotten, die wir jetzt gerade sehen. Halt. Genau, es ist hier noch einiges gelb. Ah! Wow, die haben ja voll. Oh, was war das hier? Das sind die von Strick. Ja. Hä? Ja. Ja, wohl eher, dass wir ein bisschen jugendlich sind. Ah, naja, wir sind ein bisschen älter. Komm, das ist doch. Das ist okay. Ja, dann brauchen wir was zum Anziehen, würde ich sagen. Was ziehen wir denn an? Gibt's neue Outfits? Vorgefertigte Looks. Süß. Samba. Aber warum die Haare dazu? Das ist niedlich. Ja. Ach komm, das ist süß. Was nehmen wir? Das Make-up muss nur weg. Das sieht ja schrecklich aus. Die Haare müssen rot. Make-up weg. Sofort mit dem Make-up, ja. Besser. Wie sieht's denn mit unseren anderen Outfits aus? Haben wir die noch? Ach, können wir nicht überall, kann man nicht überall, bei eins sind die überall die Haare machen, ne? Ach, was hatten wir denn? Die, ne? Ja. Du dann. Haben wir jetzt über die Haare? Okay. Da haben wir was an, da haben wir was an, da haben wir was an. Ist gut. Da haben wir nichts an, das ist nicht so gut. Gucken, wir versuchen es mal mit diesem Rock hier in schwarz. Den würde ich halt auch so tragen. Und dazu irgendwas Schniekes. Ja. Nehmen wir ein Kleid. 1, 2, 3. Joa. Joa. Ganz so hell. Nein, das passt überhaupt nicht. Das ist nicht okay. Das. Ich liebe dieses Kleid. Oh. Ich hab schon mal erwähnt, dass ich dieses Kleid liebe. Das hätte ich so gerne nicht. Sportkleidung haben wir auch nichts mehr an. Natürlich nicht, ne? Wäre ja auch so schön. Warum hat man denn so eine Jeanshose da als Sportkleidung? Schuhe bräuchte ich auch, mein Kindchen. Ist okay, Pyjama, Ausgekleidung, wir brauchen Schuhe. Sowas hier, Sneaker, okay. Ja, ich weiß auch warum, weil hier so hässliche Sachen. Na komm. Irgendwie sieht ihre Hüfte ganz merkwürdig aus. Ja, jetzt haben wir dich. Genau, du hast auch nichts dran. Hast du irgendwas vorgefertigt? Hohe Wellen. Purer At. Achso, wie sieht bei Sport? Das ist ja schick. Nehmen wir. Genau, und die Sachen haben wir auch, ne? Gut aus. Nehmen wir hier das. Süß. Gut aus. Dann haben wir keine Schuhe. Schuhe, wir brauchen Schuhe! Der Bikini ist richtig süß. Das Kleid ist richtig süß. Hier ist ein Kleid drüber gezogen und ein Rand. Oh, Fuß. Und dann brauchen wir noch Schuhe. So richtig flauschig. Da haben wir Axt, in der man nicht richtig laufen kann und die aber nicht. Ah, sieht aus wie ein freundlicher Berg, oder? Ich finde, er sieht aus wie ein freundlicher Berg. Irgendwie nicht so ganz in Form, der Junge. Macht, was ihr wollt. Solange ihr nicht nackig rumlauft. Naja. Macht, was ihr wollt. So. Habt
ihr denn alle eure Hausaufgaben macht, obwohl das hier gar nicht so wichtig ist. Oh, einmal aufräumen, bitte. Ich möchte nicht, dass es hier aussieht wie überhempelt und... Ach nee, du... Welches Kind? Was du hier? Oh, du hast kein T-Shirt an. Du hast kein T-Shirt an. Wie konnte ich das übersehen? Zim bearbeiten. Outfits planen. Ach, hier geht alles zur Schule. Na gut. Du auch. Du gehst auch zur Schule. Du gehst genau so zur Schule wie alle anderen auch. Oder hast du heute frei, weil du gerade erst... Ja, gut. Dann wurdest du gerade erst größer. Hausaufgaben machen. Und du? Zur Schule gehen. Die ist so knorke, ne? Die gefällt mir so gut. Wir warten jetzt nur noch darauf, dass du größer wirst. 3 Tage. Geil, dann können wir endlich schwanger werden. Ich weiß nicht, ob das angemessen ist für eine Erwachsene. Naja, hör mal auf. Die Musik ist fürchterlich. Sender wechseln. Ich hätte gerne Rock. Rockversprung. S-Pop. Retro. Pop. New Age Metal. Ah, mach Retro. Retro ist auch gut. Mega Verkauf. Glitzert was? Nein, das glitzert nicht. Ich muss einfach alles im Verkauf. Die Abstimmung ist noch offen. Du musst mal mit dem abstimmen. Den nachbarschaftlichen irgendwas abstimmen. Beste Retro-Musik der Welt. Wir haben gerade ganz schön hohe Rechnungen bekommen. Und mal gucken. Okay. Sag ich zu oft okay? Wahrscheinlich. Es ist Winter. Im Winter ist immer nicht so viel los. Außerdem sind fast alle Kinder in der Schule hier. Du kannst klettern. Vertikale Steigung erklettern. Räumt das jetzt mal irgendwer auf? Das gibt's doch nicht. Haben wir nicht ein Tierchen? Du siehst aus, als möchtest du gerne stricken. Beobachten. Leckerli füttern. Spielen mit. Oh, Knorke. Dieses Trainingswand hier ist die beste, beste Tür, die wir hier gemacht haben. Jeder Sim benutzt die hier im Garten. Täglich. Wie wär's mit einem Nebenjob für dich? Job suchen. Gelegenheit. Ach, was ist denn da der Unterschied? Gelegenheit, also. Ach, Gelegenheit-Jobs sind die, die, wo man immer nur so kurz geht, ne? So, ja, ich weiß wieder. War ein bisschen verdrängt. Ja, dir geht's nicht so gut. Warte, wir haben irgendwo... Irgendwer hat... Ach, Scheiben, wenn ich da komme nicht an. Wir haben theoretisch, Babysitter, Barista, Fahrtbotantenreiterin, Kinderpater, Babysitter, gesucht Kindermädchen. Angestellt im Einzelhandel, Barista, Getösen, Köchin, Landgestalterin, Landschaftsgärtnerin. Machen wir Babysitterin. Das ist so die typische Schule. Aber er muss ihn nur 2x die Woche arbeiten, ne? Kisten packen, da kannst du machen. Die geht auch noch gut. Da musst du nichts können. Geht fort mit dir. Montag um 14 müsste sehr automatisch gehen. Ja, wir brauchen Medizin. Da ist nämlich nicht jemand krank. Und ich finde, die könnten auch ruhig versuchen mitzuarbeiten. Stellen, die wohnen ja hier schließlich auch. Medizin. Nimm mal bitte was gleich von der Medizin. Medizin nehmen. Oh, guck mal, wie sie hustet. Oh, arme Janet. Oh, sie hat Fieber. Oh, arme Janet. Oh, krank sein ist so doof. Oh, guck.
Janet. Oh Mann. Hey. Okay. Oh. Oh. Nimm doch die Medizinmaus. Erst musst du brüllen. Nee. Nimm jetzt diese Medizin. Das ist übrigens Tofu. Wir haben 20.000 Sitzplätze in diesem Haus. Du musst im Stehen essen? Ich frag mich schon. Ja, wir haben viel zu viele Sitzplätze in diesem Haus. Vielleicht kann sie sich deswegen nicht entscheiden. Oh. Oh. Besser? Ah, besser. Man sieht halt immer nichts von ihr. Kannst essen, das Hühnchen? Sie hat eine Erkältung. Naja. Machen wir einen Tee für uns? Was wollen wir denn? Vergiss das jedes Mal. Kanne aufrufen mit gewürzter Apfelpizza. Und ich finde, bei so vielen Kindern, die wir hier im Haus haben, können wir die Deko nochmal durch 2-3 Geräte ersetzen. Vielleicht so eine schöne Eismaschine oder so. Oh, jedes Mal! Jedes Mal verklicke ich mich. Ich bin so doof. Objekte nach dem Zimmer. Das hatte ich gesagt, eine Eismaschine könnten wir machen. Ich sollte die Finger von meinem Mund wegnehmen, damit ich auch reden kann. Eine Eismaschine und gibt es auch vielleicht eine Kakaomaschine für meine Kinder, weil die ja keinen Kaffee trinken. Ich würde aber gerne einen Kakao machen. Meine Kinder runde Heiterkeit, Tee-Kocher. Göttelfried, Edelstahl, Tomat. Dann nicht, da kommt doch nochmal was Deko auf. Ich will wieder meinen Custom Content. Es ist so schlimm, ne? Es ist wirklich so schlimm, aber hier müsste es ruhig mal ein bisschen messier aussehen. Wir wohnen ja hier wirklich so vielen verschiedenen Leuten in diesem Haus. Warum kann ich das da nicht mit draufstellen? Also, ne, eigentlich müsste es ganz schlimm hier aussehen. So manche Sachen, ne? Da fragt man sich, was der zum Jupiter hat sich das ausgedacht? Welchen Praktikant haben sie denn da rangelassen? Kram meiner Eltern. Pipo-Moment. Kann man hier ein Räucherstäbchen mit reinstellen? Ja, ne? Schadet auch nicht. Ein Räucherstäbchen kann man nicht genug haben. Und vielleicht eine tropische Obstschale. Ups. Ja. Why not? Guck mal, können wir hier auf den Tisch ein bisschen was draufstellen, weil man braucht ja auch seine Gewürze beim Essen. Vollkommen verstehen. Und mit 8 Leuten. Alle der Regale. Aha. Also wie gesagt, mit 8 Leuten ist es einfach vollkommen legitim. Und hier sind kleine. Oh, wie schön. Ja. Ja, ich habe ein Pflanzenproblem. Online wie im echten Leben. Man kann halt einfach nicht genug Pflanzen haben. Einfach alles besser aus mit Pflanzen. Finde ich. So viel Arbeit machen die meisten gar nicht. Man muss sich ja keine zickige Pflanze und keine anstrengende Pflanze kaufen, vor allem nicht als Anfänger. Aber so eine Pflanze, die hält einfach jeden. Guck mal, so ein Kaktus. Was tut dir? Niemand tut ihm was. Dieser Teppich ist auch so hässlich. So eine Pflanze hat auch noch nie jemand was geschadet. Mein Custom Content wieder haben. Bitte, bitte, bitte. Was tue ich hier? Was tue ich hier? Guck mal, der wäre in Ordnung von der Größe. Gibt es denn auch einen schönen Farb?
Entweder sind sie immer zu klein, oder die Farben sind scheiße. Aber gleich mal ein bisschen. Und ich baue ja so, ich rechne ja so selten ein. Ich nehme ja immer die Grundstücke irgendwo raus. Die aus dem Online-Ding. Ja, den mag ich. So, was hat der denn für Farben? Wir müssten ja auch nicht mit diesem Farbthema hier in der Küche fahren, ne? Nein. Oh, der hat auch ein paar schöne, aber ich glaube, ich finde den echt ein bisschen schöner. So, und der hier ist auch schön. Nehmen wir den. Der sieht so luxuriös aus. Mikrowelle haben wir. Brotkorb haben wir. Grün ist so fürchterlich, ne? Schrecklich. Nur Krankenhausgrün. Das schreit halt auch Krankenhaus, ne? Aber irgendwie. Sind alle. Besser? Ist besser? Brauchen wir hier so viele Fenster? Ich wollte das hier eigentlich gar nicht machen, was ich hier tue. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz eine Eismaschine hinstellen. Aber man kennt das ja. Naja, jetzt bin ich mit drin. Jetzt ist auch zu spät. Jetzt ist auch zu spät. Die Fenster sind schrecklich. Schrecklich. Was haben wir denn hier sonst für Fenster? Vielleicht ein schöner? Ist das auch ein schöner? Hallo, einmal bitte ein schön, bitte zum Mitnehmen, bitte. Einmal ein schönes Fenster, bitte. Oh, das ist doch schön. Aber mit weiß an, bitte. Guck mal, dann können wir gleich da rausgucken. So. Und dann kommt. Braucht man ja wirklich nur so ein kleines. Hier. Und so ein kleines da. Schon sind wir zufrieden. Dann brauchen wir nochmal schnell ein anderes Licht. Schnell ein anderes Licht, sagte sie. Verkaufen. Guck mal, die Kinder gingen zur Schule und sie kamen wieder. Ja! Und es war alles anders. Zwei Lichter hier. Und ein Bild. Oh Gott, das ist herausfordernd. Ich finde ja, allein dafür brauche ich meinen Custom Content. Das ist Bilder hier anders. So fürchterlich. Ich habe so selten irgendwie ein Bild von hier benutzt. Ich das so schrecklich finde. Nein. Aber wenn dann das. Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht sollten wir auch oben das Layout nochmal überdenken. Wenn die Kinder ein bisschen bei uns bleiben, wäre es vielleicht einfach ganz schön, wenn sie alle ihr eigenes Zimmer bekommen könnten oder so, weil das ist ja ein bisschen anders. Bei der 100 Baby Challenge, dann jagt man die Kinder ja so durch und hier sind sie ja wirklich ein bisschen da. Ach komm, lassen wir das mit dem hellen Holz, das passt zwar nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte, aber. Nehmen wir nochmal so eine Lampe. Drehen die. Tschakka. So schnell ging. Das wollte ich gar nicht tun. Ja. Habe ich dich fertig gemacht? Dann pack das doch nochmal bitte in den Kühl. Ah! Die Kinder sind wieder da. Wie sieht es denn bei euch aus? Müsst ihr essen? Ja. Dann nimm mal schnell bitte ein bisschen Reste. Warte, wir öffnen mal. Stellen das hier. Dann kannst du das schon mal essen. Hier hinstellen. Erstmal ein Eis, ne, Diggi? Ja. Oh, die haben alle Schulprojekte. Wann soll ich das denn schaffen? Ah, eine Eins! Wuhu! Oh, Problem mit Mathe. Achso. Essen.
alle Hunger. Ein Gericht nehmen. Ein Gericht nehmen. Warum habt ihr alle eure Sportsachen an, Leute? Und du hast gar nichts an. Das ist dein normales Outfit? Outfit ändern. Sonst zieh doch erstmal das. Obwohl, man könnte Sandy ja eigentlich. Oh, du hast einen Regenbogen über deinem Kopf. Selbst nicht. Arbeit. Ist das ein Pfadfinder? Nee. Bleibt doch alle sitzen, Kinder. Bleibt doch, ihr alle. Alle bitte sitzen. Schale, Borgenay. Oh. Ihr braucht jetzt nicht alle aufstehen. Warum steht ihr alle auf? Ihr sollt euch einfach hinsetzen. Mehr will ich nicht. Ihr sollt einfach nur essen. Guck mal, du kannst ein Getränk dazu holen. Du kannst dir ein Getränk dazu holen. Was du? Pipi-Pause, stimmt, da war ja was. Das hatte ich ja gesagt. Dann kannst du da mal fortsetzen, dein Bild. Ich glaube, wir sollten eigentlich irgendwann mal hier einen riesengroßen Umbau machen. Noch größer als das, was wir bisher gemacht haben. Das Haus gefällt mir irgendwie gar nicht mehr so toll. So. Wien. Da ist ein Waisenhaus. Aber wir können ja auch ein Gefühl von zu Hause geben. Ne? Das sind ja unsere Kinder. Wir haben sie adoptiert. Aufräumen. Dann müssen wir auf jeden Fall die Hausaufgaben machen. Experimentelles Stück aufbilden. Oh nein! Oh, ist jetzt eine Zweiertschülerin! Oh, wie gemein! Oha! Und du kannst auch nach dem Essen Hausaufgaben machen. Hausaufgaben haben wir. Woher haben wir die Frösche? 100. Oh! Dann können wir auch Babys machen. Cool. Hausaufgaben mit links erledigen. Hausaufgaben mit links erledigen. Dazu kannst du dir auch einen Tee holen, wenn du willst. Ach, machst du schon. Und du kannst dir, haben wir ein Eis gemacht? Okay, wer will ein Eis zum Nachtisch? Werde grün. Dankeschön. So einen Tee machen. Und dann kannst du auch Hausaufgaben machen. Bitte. Macht der Tee irgendwas mit uns? Oh. Ja, du musst erst Pipi machen, ich sehe das schon. Geh erstmal Pipi machen und dann darfst du deine Hausaufgaben machen. Und du musst auch erstmal Pipi machen. Geh mal Pipi machen. Dann mach deine Hausaufgaben. Du musst auch Pipi machen. Dann mach deine Hausaufgaben. Überraschung! Pipi-Pause! Aber ihr seid alle schon dabei. Ich schaff das schon. Aber Elena ist sogar schon fertig mit ihren Hausaufgaben. Müsst ihr die nicht auch mal werden, liebe Elena? 5 Tage noch? Das hätte ich nicht gedacht, dass sie so weit voneinander entfernt sind. Krass. Okay, nachdem wir so viel geschafft haben, diese Folge, würde ich einfach sagen, wir machen hier Schluss und in der nächsten. Ah, grüne Gärtner trifft uns. Das ist super. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um diesen Flur. Und danach kümmern wir uns um dieses Wohnzimmer. Und danach kümmern wir uns hier ums Schlafzimmer und unser Arbeitszimmer. Dann machen wir das Haus schön. Zu einem Ort, den wir mögen und der uns gefällt. Und dann ist es auch nicht mehr lange, bis sie auszieht. In immer noch 3 Tage? Warum machst du das draußen? Okay, gut, genug. gut, dann danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play die Sims 4, die Waisenhaus-Challenge. Tschüss!